Ja, der Leon und die Leonie, die kommen nach Hause von der Schule und erzählen ganz begeistert, dass sie differenzieren können. Ja, das sagt die Mama zur Leonie, na, zeig her, was du kannst. Und der Leon sagt, ja, ich kann das super gut. Ja, und sagt, na ja, nehmen wir ganz eine leichte Funktion, 3x Quadrat mal 2x hoch 4, das wirst du sicher ganz leicht ableiten können. Ja. Sagt er natürlich, das ist ja überhaupt kein Problem. Und beginnt gleich zum Ableiten und sagt, na schau, das 3x Quadrat, dann machen wir 6x mal und das sind natürlich 8x hoch 3 und sagt, Mama, ich bin schon fertig. Sagt die Leonie, ui je, ich kann das nicht so schnell. Ich muss das viel langsamer machen und schreibt sie das einmal schön her. 3x Quadrat mal 2x hoch 4. Und sag so ist es blöd zum Ausrechnen. Ich rechne mir das vorher aus. 3 mal 2 ist 6. Und x hoch 2 mal x hoch 4 ist x hoch 6. So, jetzt tue ich mal leichter, sagt die Leonie. Jetzt beginnt sie das erste Mal zu lächeln. Und sagt, na schau, und jetzt ist die Ableitung ja ganz leicht, weil 6 mal 6 ist 36, ist der Lehrer noch so fleißig und dann habe ich da x hoch 5. Naja, jetzt ist die Frage als Mutter, haben die dasselbe gemacht? Haben es beide recht? Kommt der Papa heim, schaut sich das kurz an und sagt, aha. Ja, Leonie, brav, schaut eh gut aus. Und wenn ich mir das anschaue, wenn ich mir das anschaue, dann brauche ich nur sagen, x mal x hoch 3 ist x hoch 4. Brauche ich nicht einmal 6 mal 8 ausrechnen und sehe schon, da muss was anderes rauskommen. Ja? Also mit, ich glaube nicht, dass das dasselbe ist. Das kann es gar nicht sein. Ja, jetzt ist die Frage, wer hat recht von den zweien? Der Leon oder die Leonie? Wo ist der Fehler? Seid schon drauf gekommen? Wie immer im Leben, die Männer machen die Fehler. Weil, wenn wir uns das anschauen, wir kennen das, dass wir das ableiten. Einfach jede Funktion für sich. Aber nur wenn hier kein Mal steht, sondern ein Plus oder ein Minus. So haben wir es bisher immer gerechnet. Das heißt, die Leonie, die hat schon recht gehabt. Ja, sie hat gesagt, so kann ich das gar nicht rechnen. Ich muss das vorher ausrechnen, um zur Lösung zu kommen. Naja, jetzt geht es natürlich nicht immer so leicht wie hier, dass man es vorher berechnen kann. Und deshalb lernen wir heute endlich die super wahnsinnsgeile Produktregel. Bei der Produktregel schaut so aus, sagt, wenn ich eine Funktion f von x habe und da wird eine Funktion mal der anderen gerechnet und wir bezeichnen die jetzt einfach mit u und v. Ja? In dem Fall wäre unser u wär das 3x² und unser v wären die 2x hoch 4. Ja? Ja. Verwirrt. Das V. Ja? In dem Fall wären es diese zwei Funktionen. Und wenn Sie im Buch nachschaut, da findet es die Produktregel nämlich auch und die heißt dann, dann ist die erste Ableitung f von x ist gleich u'V plus v'U. Ja? Das heißt einmal zuerst das erste ableiten. Das zweite lassen wir, plus, und dann wird das zweite abgeleitet und das erste bleibt gleich. Naja, probieren wir es aus. Wenn ich sage, u ist 3x², dann ist u', also die Ableitung von 3x² ist dann 6x. V, haben wir gesagt, ist 2x hoch 4. Dann ist V' gleich
8x hoch 3. Und jetzt wenden wir das Ganze an. Jetzt brauche ich es eigentlich nur abschreiben. U' sehe ich ist 6x mal v ist 2x hoch 4 plus v' ist 8x hoch 3 mal u ist 3x². Es zahlt sich bei der Produktregel immer aus, diese Funktionen und die Ableitungen dazu herzuschreiben, weil dann brauche ich nur u' finde ich hier, v finde ich da, v' finde ich hier, u finde ich da. Ja. Auch wenn das jetzt im Moment ein bisschen aufwendig ausschaut, glaubt mir es, aufschreiben und ihr könnt es wirklich fehlerfrei rechnen. Naja, das schaut jetzt noch ganz anders aus als das Ergebnis von der Leonie. Naja, rechnen wir ein bisschen weiter. Ups, richtigen Stift. 6 mal 2 ist 12, x mal x hoch 4 ist x hoch 5, plus 8 mal 3 ist 24, und x hoch 3 mal x Quadrat ist x hoch 5. Zur Erinnerung, rechnen mit Potenzen, die Exponenten werden addiert, 3 plus 2 ist 5. So, na haben wir ein Glück, da haben wir dieselbe Potenz. 12 plus 24, das geht auch gerade noch, 36x hoch 5. Wahnsinn, super, super, wunderschön. Wir haben tatsächlich dasselbe Ergebnis bekommen wie die Leonie. Naja, jetzt werde ich sagen, ich weiß nicht, was der Coronavirus mit unseren Lehrern gemacht hat. Jetzt ist er ganz wahnsinnig geworden, das ist ja unnötig kompliziert. Ich rechne es einfach so wie die Leonie. Oder ich gebe es in GeoGebra ein, dann ist es ganz leicht. Da habt ihr bei dem Beispiel absolut recht. Aber es könnte auch sein, dass das Beispiel so ausschaut. G von x ist gleich zum Beispiel Sinus x mal x. Ja? Weil da schaut es ganz anders aus. Ne? Die kann ich nicht einfach ausrechnen. Dann muss ich wirklich eins nach dem anderen durchrechnen. Ja. Gut, so viel zur Produktregel. Am ersten Blick schaut die wahnsinnig verwirrend aus. Als Wiederholung vielleicht noch einmal. Wann wende ich sie an? Ich wende sie immer an, wenn ich eine Multiplikation habe zwischen zwei Funktionen. Ja, also immer wenn da ein Mal dazwischen steht, dann passt die Produktregel. Wenn es so ist, dann schaue ich mir die eine Funktion an, definiere sie als u, die zweite Funktion definiere ich als v, schreibe mir meine Funktionen mit den Ableitungen auf und dann setze ich blind stur in die Produktregel ein und dann kommt das richtige Ergebnis raus. Das Schöne, wir können es ja mit GeoGebra kontrollieren. Ihr werdet sich jetzt ein bisschen wundern, warum mache ich das mit euch überhaupt. Zum Teil gibt es auch Beispiele, die über GeoGebra halt nicht lösbar sind und dann muss ich die Produktregel anwenden können. Ja? Also von dem her, man muss sie einmal gesehen haben, man muss einmal ein paar Beispiele durchgerechnet haben damit, dann hat man eigentlich auch keine Scheu davor. Es gehört wirklich zu den recht simplen Dingen, die einfach ein bisschen üben muss. Viel Spaß damit!